Die Sperrstunde in Österreich, sie ist ab Montag, 27. Dezember auf 22 Uhr vorverlegt worden. Gastronomen wie hier hinter uns beispielsweise die Lokalität Wienerin leiden darunter entsprechend, denn vor allem am 31. Dezember, da möchte man ja Silvester feiern und wunderbar ins neue Jahr starten können, miteinander anstoßen und feiern. Das ist nun nicht mehr möglich. Aufgrund der vorverlegten Sperrstunde werden viele der Kundschaft die Lokalitäten verlassen müssen und werden dann zu Hause wahrscheinlich noch weiter feiern. Viele Gastronomen kritisieren das, sprechen davon, dass die Gastro ein kontrollierter Bereich sei mit einer 2G-Regelung, die vorgewiesen werden muss. Dadurch, dass die Sperrstunde nun vorverlegt ist, werden viele Menschen in den privaten Bereich gedrängt und da ist es ja bekanntlich nicht so wirklich kontrolliert. Viele Gastronomen schäumen auch vor Wut, bezeichnen die Politik hier als weltfremd und finden es sinnlos, dass die Sperrstunde um 22 Uhr vorverlegt worden ist. Was sich zusätzlich noch ändert, das sind auch weitere Verschärfungen rund um die Veranstaltungen. So ist es beispielsweise bei kleinen Feiern, Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern möglich, mit bis zu 25 Personen zusammen zu feiern. Auch da ist allerdings ein 2G-Nachweis notwendig. Und auch bei Veranstaltungen mit beispielsweise bis zu 500 Teilnehmern, da muss ebenfalls ein 2G-Nachweis erbracht werden. Die Regelungen rund um die Verschärfungen, die richten sich aber nicht nur für die Gastro, sondern auch für Hotels, beispielsweise Hotelbars oder natürlich auch die entsprechenden Restaurants, Lokalitäten und auch Galas. Alle sind davon betroffen, dass die Sperrstunde nun früher stattfinden wird. Zusätzlich ist auch beispielsweise bei Events mit bis zu 1000 Besuchern ein PCR-Test notwendig und wenn es Veranstaltungen sind, die sogar größer ausfallen, beispielsweise um die 2000 Personen, dann muss man dreifach geboostert sein, um daran teilnehmen zu können.